Ja, wie kannst du Kosmetik von Best Effekt am besten verkaufen? Welche zwei Erfahrungen gibt es da für Facebook? Die möchte ich dir zeigen. Also wenn du Vertriebspartner von Best Effekt bist und mehr Kosmetik an den Mann oder an die Frau bringen willst, dann ist es das richtige Video. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi. Und ja, im siebten Monat war mein Monatsumsatz 210.000 Euro. Nicht bei Best Effekt, aber in einem Kosmetik-Network. Ich habe das nur mit Facebook gemacht, ohne Freunde anzusprechen, ohne Partys zu machen. Und unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Ja, die erste Erfahrung, wie man Kosmetik von Best Effekt verkaufen kann auf Facebook, ist das Prinzip der aktiven Freundesliste. Ja, wir haben ja beim Facebook-Profil die Möglichkeit, maximal 5.000 Freunde zu haben. Früher war das mal so, wenn man hier 5.000 Freunde hatte und man hat ein Posting gemacht, dann haben das auch 5.000 gesehen. Diese Zeiten sind lange, lange, lange vorbei und jetzt zählt das Prinzip der aktiven Freundesliste. Also Facebook schaut, wer von deinen jetzt zum Beispiel 5.000 Freunden ist aktiv. Und hier gibt es etwas, was sich geändert hat. Früher galt man als aktiv, wenn man etwas kommentiert hat, wenn man etwas geliked hat, wenn man etwas geteilt hat. Allerdings hat Facebook dann festgestellt, naja, es ist ja eigentlich möglich, wenn man ein Posting sieht, dass man es liken kann oder teilen oder kommentieren, ohne es wirklich zu lesen oder ohne das Video wirklich anzusehen. Und deswegen hat Facebook hier den Algorithmus umgestellt auf Aktivität und hat hier eine ganz klare Regel gemacht, eine 28-Tage-Regel. Facebook sagt, jemand gilt als aktiver Freund von dir, wenn er innerhalb der letzten 28 Tage deinen Inhalt gelesen hat, wenn er wirklich deine Inhalte angesehen hat. Bei Texten kann das Facebook sehr, sehr einfach feststellen. Facebook schaut, ob jemand auf mehr Anzeigen gegangen ist und wie lange die Lesezeit war. Also nehmen wir an, du schreibst ein Posting mit aus nur 5.000 Wörtern, dann kann man das nicht in 2 Sekunden lesen. Also das kann Facebook bei Textpostings feststellen. Bei Videopostings ist es so, hier gibt es vor allem die 7 Sekunden Regel. Das heißt, alles, was unter 7 Sekunden ist, wird gar nicht als aktiv oder als Aufruf gezählt. Also wichtig ist für dich, dass du wirklich hier gute Inhalte erstellst. Punkt Nummer 2, wenn du die Best Effect Kosmetik verkaufen möchtest, die zweite Erfahrung, ist das neue Shopping-Posting-Format. Nehmen wir jetzt an, das ist zum Beispiel jetzt ein Best Effect-Produkt, ja, egal welches, zum Beispiel Hello Life. Und du möchtest es verkaufen, dann kannst du in deiner Gruppe dieses Produkt taggen. Also du kannst es markieren. Und wenn du es markierst, können die Leute draufklicken und kommen direkt zu dem Produkt. Achtung, hier geht es nicht um einen Link zur Webseite von Best Effect, weil das wäre ein externes Linkverbot. Also Facebook und Instagram möchten ja nicht, dass du die Leute von der Website wegschickst, sondern die Leute bleiben auf Facebook. Und hinter dieser Funktion, ich glaube, die wenigsten haben es wirklich aktiviert in der Gruppe, steckt viel, viel mehr, das du nutzen kannst. Punkt Nummer 3, mein Angebot. Ja, ich habe einen Gratiskurs für dich, wo ich dir genau zeige, wie du als Best Effect Vertriebspartner Kosmetik verkaufen kannst, aktiv. Und ja, was musst du dazu tun? Unterhalb von diesem Video findest du den Link zu meinem Gratiskurs 110 Partner in 30 Tagen. Das sind 2 Dinge, mit denen du Best Effect Kosmetik auf Facebook verkaufen kannst. Das wünsche ich dir und rock it. Bye bye. Ciao, ciao. Servus.